Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, Sie heute zur Demografiedebatte Deutschland begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Hermann Binkert. Hermann Binkert ist Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstitutes INSA in Erfurt, eines der größten Umfrageinstitute in Deutschland, Demoskopieinstitute in Deutschland. Willkommen, Herr Binkert. Grüß Gott, Herr Müller. Herr Binkert, Sie geben seit vielen Jahren eine Studie 50 plus heraus. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff und warum haben Sie angefangen, diese Studie 50 plus zu erstellen? Seit 2011 bringen wir alle 3 Jahre diese Studie heraus, diese 50 plus Studie, die sich aber als Generationenstudie versteht. Das heißt, wir befragen Leute unter 50 und wir befragen Leute über 50. Wir haben das 2011 deshalb begonnen, weil das erste Jahr war, wo es in Deutschland mehr Erwachsene über 50 gab als unter 50. Und weil wir glauben, dass es wichtig ist, die Menschen in Blick zu nehmen, die ja nicht nur aufgrund des Vermögens und aufgrund ihrer Zahl, die sie darstellen bei Wahlen, auch weil sie eine höhere Wahlbeteiligung mitbringen, einfach dieses Gewicht der Älteren deutlich zu machen und zu erkennen, wo sind eigentlich Stärken und Schwächen dieser Altersgruppen und was trennt und was verbindet die Altersgruppen über 50 mit den Altersgruppen unter 50. Wenn Sie nur reine Altersgruppenstudien machen für bestimmte Alter, dann wissen Sie wohl genau, wie diese Generation tickt, aber Sie können keinen Vergleich machen. Uns war dieser Vergleich wichtig. Das heißt 50-Plus-Studie, aber es ist eigentlich eine Generationenstudie, die einfach speziell auch den Wert drauflegt. Wir dürfen die Menschen über 50 nicht vergessen. Da stimme ich völlig mit Ihnen überein, Herr Binker, das wird Sie nicht verwundern. Können Sie denn? Eigentlich sind wir, machen wir die Studie zu Ihrem Bundesverband. Können Sie denn in den letzten 10 Jahren eine Entwicklung beobachten, die Sie beruhigt oder besorgt? Also es ist erkennbar, das ist schon seit 2011, seit wir das machen, dass man das Alter weniger festfassen kann, als es in den jüngeren Altersgruppen der Fall ist. Man kann einfach so salopp sagen, wenn heute eine 50-jährige Abiturfeier ist, weiß man manchmal nicht, ob die Tochter oder die Mutter kommt. Und es gibt diese Vielfalt des Alterns, wo man manchmal sieht, dass ein 80-Jähriger eher mit einer 60-jährigen Altersgruppe vergleichbar ist. Also das Ausdifferenzierte ist im Alter stärker und dass das auch stärker ins Bewusstsein gekommen ist. Ich glaube, das ist eine große Stärke. Und wir stellen fest, dass der Unterschied zwischen dem tatsächlichen und dem gefühlten Alter mit dem eigenen Alter zunimmt. Also je älter sie sind, umso größer ist der Abstand zwischen dem, wie sie sich fühlen und ihrem tatsächlichen Alter. Das Thema dieser Demografiedebatte Deutschland ist ja betriebliche Gesundheitsmaßnahmen und Homeoffice. Wir haben ja die Situation durch die Coronavirus-Pandemie, dass sehr viele Arbeitnehmer nicht mehr morgens ins Büro gehen oder an ihren Arbeitsplatz gehen, sondern von zu Hause aus arbeiten. Und auf der anderen Seite haben wir Unternehmen, die große Anstrengungen unternommen hatten oder vielleicht auch noch Unternehmen, um Mitarbeiter gesund zu halten, Prävention zu betreiben. Aus Sicht der Arbeitnehmer, wie wichtig ist denn das Thema Gesundheit überhaupt für die Menschen über 50? Also die Bedeutung des Themas Gesundheit ist aktuell für alle Altersgruppen das Top-Thema. Es gibt kein Thema, was den Menschen im Moment wichtiger ist als das Thema Gesundheit. Aber wir stellen fest, wenn man jetzt Rentner befragt, und das haben wir in der 50-Plus-Studie ja auch gemacht, dass man dann feststellt, dass das Thema Gesundheit ganz vorne steht im Blick auf den Renteneintritt. Und das zweite Thema war Finanzen. Aber das Thema Gesundheit ist da das Top-Thema. Sind sich denn die Bürger überhaupt der Tatsache bewusst, dass die Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten in Deutschland sehr stark gestiegen ist? Das heißt, dass sie mit Eintritt des Ruhealters noch 20, 25 Jahre vor sich haben, in denen sie leben, anders als zum Beispiel unsere Eltern- oder Großelterngeneration, die noch 5 oder 7 Jahre hatte.
Ich glaube, das ist schon auch die Erwartung. Also wenn jemand heute in die Rente eintritt, aus der Erwerbstätigkeit austritt, dann ist es ja nicht so, dass er sich auf Sterben vorbereitet, sondern dann hat er Pläne. Und insofern ist das bewusst. Ich vermute aber, dass es eben häufig auch schon einfach als eine Selbstverständlichkeit angenommen wird, dass man eben einfach diese dritte Lebensphase hat und dann eher diese dritte Lebensphase noch unterteilt wird zwischen den jungen Alten und den älteren Alten und den Hochbetagten. Aber es ist so, dass es noch keiner älteren Generation so gut ging wie der älteren Generation heute. Wir sprachen über die Bedeutung der Gesundheit für den Einzelnen. Da kann man joggen gehen oder schwimmen gehen oder sich gesund ernähren, was auch immer. Erwarten denn Arbeitnehmer, die schon etwas älter sind, von ihrem Arbeitgeber, von ihrem Unternehmen, dass der etwas für ihre Gesundheit tut oder nehmen die das einfach irgendwie selbstverständlich hin? Ich glaube, dass es hilft, wenn Unternehmen da auch präventiv Maßnahmen anbieten. Es gibt ja auch vorbildliche Beispiele, wo Unternehmen auch Mitarbeiter, die sogar schon in Rente sind, weiter betreuen, um versuchen auch Know-how, was da ist, mit reinzubringen, versuchen auch, dass der Eintritt ins Rentenalter leichter fällt. Ich glaube, da ist die Erkenntnis gewachsen, dass es eigentlich nicht so diese abrupte Geschichte gibt. Wir stellen fest, dass sogar schon ab dem 50. Lebensjahr die Zahl derer, die kürzer arbeiten, zunimmt und es mehr einen fließenden Übergang gibt. Genauso wie es auch zunehmend ältere Menschen gibt, die weiterhin erwerbstätig sind oder zumindest eine Nebentätigkeit machen und somit auch dieses Beschäftigungsverhältnis auch eine weitere Einnahmequelle darstellt. Das wäre eine weitere und vielleicht auch meine abschließende Frage. Sie sprachen davon, dass Ältere ab 50 so langsam anfangen, etwas weniger zu arbeiten. Es aber eben auch Ältere gibt, die noch dazu verdienen. Ist dieses weniger Arbeiten eine Frage der Motivation, der Achtsamkeit oder wollen die ab 50 dann mehr ihren Hobbys frönen und umgekehrt arbeiten die anderen tatsächlich des Geldes wegen, weil die gesetzliche Rente nicht ausreicht oder wollen die einfach noch unter Leute kommen und ihr Wissen einbringen und sich selber einbringen? Ich habe ja zuvor gesagt, Vielfalt des Alterns heißt natürlich auch, dass es diese unterschiedlichen Notwendigkeiten gibt. Und es gibt sicher ältere Menschen, die sagen, ich muss noch arbeiten, einfach weil die Rente nicht ausreicht. Aber in der Mehrheit ist es einfach auch der Wunsch, weiter mitzumachen. Sie erleben das ja auch noch bei einem anderen Aspekt von Arbeit, der ja häufig so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, der aber ja auch Arbeit darstellt, das ist die ehrenamtliche Arbeit. Wir reden ja häufig nur über die Erwerbstätigkeit, aber die ehrenamtliche Arbeit ist ja eine ganz wichtige Geschichte. Es wird ja in Deutschland mehr ehrenamtlich, freiwillig, unentgeltlich gearbeitet als erwerbstätig gearbeitet wird. Und insbesondere die älteren Altersgruppen sind diejenigen, die die Hauptlast des ehrenamtlichen Engagements tragen. Insofern wird es Leute geben, die wegen der finanziellen Situation arbeiten, erwerbstätig sind. Aber für viele ist Arbeit, ist Erwerbstätigkeit, ist ehrenamtliches Engagement weit mehr als der Punkt, noch finanzielle Mittel aufzustocken. Da stimme ich Ihnen zu. Ohne das bürgerschaftliche Engagement der über 50-Jährigen würde es in unserem Staat ganz anders aussehen. Und ich will da durchaus auch einschließen, die Sorgearbeit, die viele Frauen im Bereich der Pflege, der familiären Aufwendungen leisten, die ja auch nicht bezahlt wird. Also das ist ein Riesenthema, der auch volkswirtschaftlich, dieser Faktor ist auch volkswirtschaftlich sehr bedeutsam. Genau. Und auch letztlich die Frage der Würde und der Qualität der Arbeit, weil eben in der häuslichen Pflege das natürlich viel angenehmer und wertiger ist, als wenn man jetzt gezwungen wäre, eine andere institutionelle Pflege in Anspruch zu nehmen.
Herr Bingert, ich danke Ihnen sehr für Ihre Analysen und für Ihre Zahlen, die Sie geliefert haben. Danke herzlich und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Bis bald, Herr Müller. Tschüss. Das war Hermann Binkert, Geschäftsführer und Gründer des Meinungsforschungsinstitutes INSA bei der Demografiedebatte Deutschland 2021.